Herzlich willkommen auf gültige Stimme.at, meinem persönlichen Videotagebuch. Heute ist Freitag, der 13. September 2013. Freitag, der 13. 2013. Aber bis jetzt noch nichts passiert, außer das ringt. Und mein Name ist Roland Thüringer, nur zur Vollständigkeit vielleicht. Ja, es gibt ein kleines Jubiläum. Ein Jubiläum. Und zwar der BX hat jetzt 1000 Kilometer um. Also 1000 Kilometer habe ich jetzt bereits mit meinem Citroën BX um 600 € zurückgelegt und er fährt noch immer. Also war traurig, wenn er jetzt schon hier war, aber ja, er fährt ohne Probleme. Schauen wir mal, wie viele tausende Kilometer ich zusammenbringe. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich das Auto schon habe, aber naja, ein paar Monate werden schon sein, oder? Da müssten Sie eigentlich jetzt nachschauen im Tagebuch. Ich weiß es nicht mehr, wann ich ihn gekauft habe. Aber es ist schon eine Zeit her auf jeden Fall. Und 1000 Kilometer habe ich jetzt zusammengebracht in der Zeit mit dem Auto. Und bin aber in letzter Zeit, jetzt, weil ich gerade Auto sage, sehr häufig eigentlich im Auto gesessen. Irgendwie hat sich das so ergeben, gerade in den letzten Tagen war es relativ dicht. Einmal im BX sowieso bin ich zum Bahnhof immer gefahren. Einmal habe ich noch, gestern habe ich noch Tuin fahren müssen damit, weil da irgendwie meine Termine alle so gelegt waren, dass ich in Zwentendorf gespielt habe, dass ich dann von Tulln nach Wien habe müssen, weil in Wien ein paar Termine gehabt habe, dann wieder von Wien nach Tulln, weil in Tulln einen Termin gehabt habe und von dort nach Zwentendorf und daher bin ich statt noch nicht lenkbar, wo ich normalerweise wegfahre, bin ich nach Tulln gefahren mit dem BX und von dort dann mit dem Zug, also habe ein bisschen geschummelt sozusagen. Ja. Also mit dem BX war ich unterwegs, heute bin ich mit dem Auto von meiner Frau gefahren, weil ich mit meiner Mutter essen war und dann bin ich mit dem Auto gefahren und da fahre dann ich eigentlich mit ihrem Auto und sie sitzt daneben meistens. Nicht weil ich jetzt sage, ich fahre mit dem Auto, sondern weil sie lieber ist, wenn ich mit dem Auto fahre. Weil es ihr Auto von auch nicht so einen Spaß macht. Und dann bin ich die Wochen ein paar Mal mit dem Lieferwagen gefahren. Ich bin von der Firma, also von meinem Unternehmen, den Kastenwagen ausgeborgt, weil ich was zum Transportieren gehabt habe. Ein MS-50, Buch MS-50, Kampfgerät und ja, noch irgendwas habe ich miteinander geführt. Ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass man da jetzt plötzlich was aufgefallen ist, weil ich wirklich in relativ kurzer Zeit relativ viel Zeit im Auto verbracht habe, wie schnell es aber mir geht, dass das Hirn wieder anfängt, anders zu funktionieren. Nämlich, dass man plötzlich von einem Menschen zum Autofahrer mutiert, dass man Sachen denkt, die würde man als Fußgänger niemals denken. Ja. Dass man sich über andere ärgert, die auch im öffentlichen Raum sie bewegen. Nicht? Wer einer fährt jetzt langsam fort, nein, es ist vielleicht nicht so langsam jetzt, oder wer einer auf der Autobahn einfach vor dir halt die Spur wechselt, wo eh Platz genug ist, aber jetzt von mir muss er umfahren, oder dass einer wild überholt noch vor der Autobahn auffährt und dann schon abschneidet, damit er rauskommt noch. Weil das ja Rennen hat, der hat offenbar Rennen gehabt, das war heute so ein, SUV, so ein Riesenviech. Und oder dass einer aus einer Einfahrt rausfährt, das ist auch, das habe ich auch nicht besonders gern, wenn man fährt auf einer Straße, dann sieht man schon, wie einer aus einer Einfahrt rausfährt, aus einer kleineren, und bleibt stehen, schaut lang, ja, schaut, ob wer kommt oder nicht, und sieht auch, jetzt kommt wer, und genau dann, wenn man sieht, es kommt eh wer, fährt er praktisch raus, wie wenn er darauf wartet, ja. Und dann passiert in meinem Kopf das, dass ich mich anfange, über diese Menschen zu ärgern, ja, was fährt da raus, was tut der das, was ist für ein Trottel, ja. Sicher, irgendein alter Trottel da drin im Auto. Nicht? Dann schauen wir die Menschen an, wie die auch schon klar, dass einer so ein Auto fährt, der kann überhaupt nicht Auto fahren. Also alles Gedanken, die nämlich als Fußgänger nicht kommen. Also kein einziges Mal, wenn mir im Gehsteig wer Viere geht oder so, oder fuhr mir aus einem Geschäft in Gehsteig einbiegt, dass ich mir denke, was ist das für ein Trottel? Nicht? Das ist schon seltsam, dass man da plötzlich ganz andere, fast grausliche Gedanken dann automatisch im Kopf hat, nämlich dass man sich über Sachen ärgert, über die sich eigentlich gar nicht ärgern sollte, was nicht notwendig ist, eigentlich, ja. Also vielleicht ist es nur bei mir so, aber war das gerade auffällig. Aber das ist jetzt diese Autodichte ist jetzt hoffentlich wieder vorbei, jetzt bin ich mit dem Zug unterwegs, Gott sei Dank. Ja, und das Nächste, was ich noch sagen wollte, danke. Danke in meinem Namen, also eigentlich sollte man überhaupt mal Danke sagen. Das ist Danke, ich sage jetzt einfach Danke an alle und an jeden eigentlich. Ja. Jetzt kann man sagen, ans Universum, wo man will, aber einfach Danke dafür, dass alles so ist,
wie es ist eigentlich. Also gerade ihm ist halt eigentlich jeden Tag tausendmal Danke sagen. Ich sage es eh manchmal. Ich mache mal Woche auf und sage jetzt einfach Danke. Oder so dazwischen, dass man denkt, vielleicht Danke sagen. Wäre nicht schlecht, wenn man sich bedankt. Bei wem auch immer. Ja, aber dafür bedanken, dass alles das da ist, was da ist, weil es nicht selbstverständlich ist, ganz einfach. Ja, aber eigentlich wollte ich mich für was anderes bedanken, und zwar im Namen von jenen Herrschaften, die diese Kindertagesstätte dort, die haben nämlich einen Brief geschrieben, in die Kindertagesstätte für Swasiland. Sie erinnern sich, das war, glaube ich, Tagebucheintrag 51, das Zählwerk. Wenn Sie sich nicht erinnern, dann liegt es daran, dass Sie es vergessen haben. Es kann aber auch daran liegen, dass Sie es gar nicht mitbekommen haben, weil Sie Tagebuch Eintrag 51 gar nicht mitbekommen haben. Den können Sie aber jetzt, wenn Sie wollen, nachschauen, Tagebuch Eintrag 51. Wo ich dann versucht habe zu schauen, wie viele gültige Stimmen, die es ja doch gibt offenbar, weil es sind doch einige Leute, die sich das regelmäßig anschauen, dann in der Realität auch wirklich bewegen können. Wenn sie was tun. Und das war diese Sammlung für dieses Kinderheim eben. Ja. Und dann sind irgendwann einmal 5000 Euro beieinander gewesen, die von diesen gültigen Stimmen praktisch gespendet worden sind. Und jetzt habe ich einen Brief gekriegt, dass es mittlerweile schon 7.369,04 Euro sind, die auf das Konto eingegangen sind, mit aber dem Vermerk, dass es von der gültigen Stimme kommt. Ja, und die sind total happy, weil sie haben insgesamt schon 19.976 Euro beieinander und 23 brauchen es, dass das Kindertagesheim dann wirklich gebaut werden kann. Aber so wie es ausschaut, ja, werden die jetzt bald anfangen, weil sie es schaffen. Und die sind total happy und total im Klick, dass man das zustande gebracht hat. Also im Namen der Kinder, so jetzt auch noch einmal einen herzlichen Dank. Ja, und noch eine Begebenheit war, ich war gestern zu Gast im Radio bei 88.6 und habe da ein Interview gegeben für Morgenmensch, heißt glaube ich die Sendung, und habe dem Herrn Redakteur da geplaudert, ein Interview gegeben und habe über alle möglichen Dinge geredet, habe so Sachen, über die ich da zum Beispiel rede, vielleicht Sachen, die man normal im Radio nicht so hört. Und ich war eigentlich dann verblüfft, wie lange wir gesprochen haben. Eine Stunde haben wir ein Interview gemacht, wo es ja nie in die Sendung einpassen kann, das ist ja viel zu lang. Aber es war ein total entspanntes Gespräch und jetzt ist irgendwie die Idee entstanden, ob man nicht vielleicht so eine Art Reihe daraus machen sollte, dass man einfach in regelmäßigen Abständen so 2-3 Minuten über irgendwelche Themen, die vielleicht heutzutage für die Menschen nicht so unwichtig sind und die vielleicht ein bisschen abseits der Mainstream-Information gehen, dass man da eine Plattform macht auf 88.6 und das haben wir ausprobiert. Jetzt schauen wir mal, ob die zuständigen Chefitäten das auch gut finden, die Idee. Also ich war dabei, also ich würde das eigentlich gut finden und das auch gern machen, weil es einen Sinn vielleicht macht. Ja. Und das ist auch das, was ich glaube, dass das, was ich da mache, einen Sinn macht eigentlich. Zumindest kommen ab und zu Leute auf mich zu und sagen, sie schauen das regelmäßig und ja, sie finden das gut, weil machen sie Buchtipps dabei oder irgendwelche anderen Sachen, kriegen einen Hinweis auf irgendetwas, was sie auch interessiert oder so. Und also insofern ist es nicht nur Unterhaltung, sondern macht einen Sinn auch. Ja. Und seit gestern habe ich auch ein Gesicht. Also ich habe ein Gesicht, das ich jetzt anspreche. Gestern habe ich in Zwentendorf gespielt und da hat mich ein junges Pärchen angesprochen, also eigentlich hat sie mich angesprochen. Die waren bei mir in der Vorstellung und haben gesagt, dass sie regelmäßig das schauen und dass sie es im Leibwand finden und so. Und weil es so was Privates hat, was ich da mache. Wenn ich das eigentlich jemandem privat erzähle oder mir, eigentlich erzähle ich es ja mir in Wirklichkeit auch. Und dass irgendwie nett wäre, dass ich ein Gesicht dazu habe, wem ich das eigentlich erzähle. Und jetzt habe ich gerade von mir ein Gesicht, wem ich es erzähle. Ja, so ist es. Es ist schon eine seltsame Form der Kommunikation natürlich, das muss man sagen, dass man in eine Kiste einredet und weiß, dass es jetzt ein paar tausend Leute vielleicht sehen, die ich aber nie kennenlernen werde, außer ganz wenige, die mich halt dann darauf hinweisen. Aber ja, das ist halt die moderne Zeit. Ja, aber es auch gut ist, dass man die Möglichkeit hat, obwohl man daheim im Trockenen sitzt, dass man jetzt gerade vor vielen Leuten was reden kann. Und vor allem das reden kann,
was man will und keine Auflagen hat und niemand sagt, das dürfen sie sagen, das dürfen sie nicht sagen. Und auch nicht drüber nachdenken muss, was kann ich jetzt sagen, dass es gut ankommt oder was denn die Leute jetzt blöd finden, sondern dass man einfach wirr drauf losreden kann, eigentlich. Ja, das ist schon geil, das ist schon in Ordnung. Na gut, wie auch immer, ich hoffe auf besseres Wetter, weil dann darf ich mich mit meiner Frau, mit dem Johannes, noch mal aufs Motorrad setzen, mit dem Ausfahrt machen. Schauen wir mal, wie das Wetter ist. Nun gut, dann. Auch wenn es Tagebucheintrag heißt, heißt es nicht, dass jeden Tag ein Tagebucheintrag erfolgt. Schönes Wochenende, gehabt euch wohl.